Das Märchen von der Dublonen-Jenny. Es war einmal eine kleine Jenny, die hatte keinen müden Penny, hatte kein Lager für die Nacht und stand doch unter Mordverdacht. Sie irrte nachts durch kalte Gassen und dachte nur ans Essen fassen. Die Krähe war schon längst verdaut, der Magen knurrte bös und laut. Das letzte Stückchen Brot in Händen, das Mieder fransig an den Enden, lehnte sie an der Ecke dran. Da sprach ein alter Mann sie an. Mäcklein, ich bitte euch, habt Erbarmen, sonst holt der Beelzebub mich armen. Hab nichts gegessen, wochenlang, auch ist mir vor dem Nachtfrost bang. Die Jenny sah den Bettler frieren, gab hin ihr Mieder ohne Zieren, gab auch ihr letztes Stückchen Brot dem armen Mann in seiner Not. Bedroht vom eigenen Verderben, sprang sie ins Meer, um gleich zu sterben. Da stieß sie mit dem Kopf am Grund an einen Goldtopfkugelrund. Der war gefüllt mit Golddublonen. Beute und Beule sollte sich lohnen. Die Jenny lief zum Papp im Nu, soff's laut und fraß eine ganze Kuh.